Servus, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Emme. Ja, gestern war Schallplattenbörse in Stuttgart, also nee, Stuttgart in Fellbach in der Schwabenlandhalle. Das ist ja Schallplatten-CD, Filmbörse. Ja, und da war ich gestern mit meiner Kleinen mal wieder unterwegs. Und da habe ich auch ganz nette Menschen kennengelernt. Einen, der mich angesprochen hat, der mich von meinem Kanal kennt. Oh Gott. Ja, das war ein richtig cooler Smalltalk mit ihm. Ja, allgemein war die Messe richtig, finde ich, irgendwie, weiß auch nicht, richtig entspannt diesmal. Ich war da im April auch schon mal und hey, da bist du mit Leuten ins Gespräch diesmal gekommen. Es war richtig, richtig cool, diese Platten, nicht Messe, Plattenbörse in Fellbach. Also war echt richtig schön. Ich sage ja, mit vielen Leuten unterhalten über Konzerte, über Musik, über Platten, über klar, über die Preise auch. Einfach gequatscht und ja, es war echt einfach cool. Ich weiß, ihr wollt immer Videos sehen von der Börse oder so, was es da für Platten gibt oder so. Ich wollte auch mal ein oder zwei Stände wollte ich mal filmen, aber dann war das denen nicht recht und dann habe ich es auch aufgegeben und habe da auch jetzt keine Videos oder so gemacht. Aber ich zeige euch einfach heute mal, was ich da gestern gefunden habe. Die Platte habe ich alle gestern am Samstag durchgehört, alle gewaschen. Natürlich zeige euch ja keine schmutzigen Schallplatten. Die sind alle gleich gewaschen worden gestern von mir. Und ich würde sagen, jetzt fangen wir einfach mal an. Ich habe ja normale Platte gefunden, nochmal zum normalen Preis, 10 Euro, Scheiben gibt's da auch alles. Und ja, jetzt fangen wir einfach an, mit der ersten nämlich, mit dieser hier. Es hat mich auch gefreut, dass ich die gefunden habe, die Band kenne ich auch schon ewig lang, nur das Album habe ich jetzt auch noch nicht kennt. Das war jetzt auch so eine 10 Euro Scheibe, aber immer richtig guter Zustand. Und das ist dieses hier von YNT. Manstreak von 1983. Ja, was ist das? Hardrock, Glam Metal, ja, Heavy Metal würde ich jetzt nicht sagen. Ja, und es ist eigentlich echt, ich habe das vorher auch nicht kennen, das Album. Es ist cool, klar, es sind nicht alle Songs drauf, gut, wo mir gefallen oder so, aber 4-5 Stück sind echt drauf, wo ich sagen muss, echt richtig geile Lieder auf diesem Album. Und na klar, zeige ich euch auch natürlich die Scheibe. Schon alles ausgetauscht in meine gefütterte Innerhülle. Wie gesagt, von 1983. Und dieses Ding ist auch nicht oft gespielt worden. Also das sieht man auch, ey, die hat echt nichts, die Scheibe. Also im richtig guten Zustand, diese Platte von YNT. Wie gesagt, für 10 Euro absolut top. Und habe gesagt, hey, ich kenne sie nicht, die Scheibe. Ich glaube, das zweite Album von YNT und da habe ich gesagt, okay, komm, hey, die nehme ich mit. Zum Top-Preis und ja, da kann ich auch meine Sammlung ein bisschen von YNT ein bisschen erweitern. Ja, ein richtig cooles Album, wie gesagt, nicht alle Songs drauf gefallen mir auf dieser Scheibe von YNT. Ja, aber ein cooles Ding. YNT, die erste Scheibe, wo ich gefunden habe, für 10 Euro. Top, und mein super Zustand, echt absolut klasse. Und dann habe ich auch zwei gefunden, zwei Scheiben. Ja, das ist einfach von der Jugendzeit früher gewesen, diese Band. Und da habe ich gesagt, und diesmal nehme ich sie mit, die war auch in so einer 10-Euro-Kiste drinnen, beide. Und ja, und diesmal habe ich gesagt, diesmal nehme ich diese Dinger auf jeden Fall mit. Und um welche Band geht es? Ja. Um Dimple Minds. Absolut geil. Blau auf dem Bau. Absolut top. Richtig cooles Album. Hey, diese Dinger sind früher bei uns rauf und runter gelaufen auf die Partys. Na klar, auf Kassette aufgenommen. Und rauf und runter gelaufen. Hier war ein Name drauf. Da habe ich halt meinen Sticker da drüber gemacht. Aber ansonsten, klar, man sieht, hier, das Cover hat auch schon ein bisschen so, wie sagt man mal, Ringwear. Aber macht mir gar nichts aus. Und jetzt holen wir die auch mal raus. Und die sehen wirklich, also die haben viele, viele, viele Hairlines. Ich glaube, die sind
bei dem, der wo sie gehabt hat, auch rauf und runter gelaufen. Ja, dem du meinst, geht es halt viel um Alkohol. Und da war dieses Einlegeblatt noch dabei, auch cool, finde ich super, auch noch im Top-Zustand. Ja, das war einfach eine Band früher, die haben mir rauf und runter gehört. Was ist das? Ja, so Fun-Punk, Fun. Ja, die haben auch ein bisschen ja, schnellere Songs. Und da sieht man einfach, da sind viele, viele Hairlines drauf. Aber ich sage ja immer, Hairlines machen gar nichts aus. Ich habe dieses Ding Pasche, ich habe alle Scheiben durchgehört. Und ey, die läuft durch, ohne irgendwas, ohne Knacksen, ohne, ja, einfach nichts. Absolut top. Super geiles Ding, hey. Wie gesagt, in der 10-Euro-Kiste drin gewesen und ey, gewaschen und ja, man sieht schon viele, viele Hairlines. Aber ja, ist halt die Geschichte von dieser Platte. Ist halt auch viel, viel gespielt worden. Wahrscheinlich auf Partys, vielleicht auch mal, ja, nicht so sanft behandelt worden von denjenigen, die sie aufgelegt haben. Aber trotzdem, diese Platte läuft durch, ohne irgendwas, kein Knacks, kein Rauscher, nichts drauf auf dieser Scheibe. Absolut top. Und das hat einfach sein müssen, die hat einfach mit müssen, hey, das ist einfach, ja, so Jugenderinnerungen, diese Band, Dimpleminds. Und dann auch noch diese Scheibe Blau auf dem Bauch, richtig geil, absolut ein Top-Ding. Und dann nochmal eine aus der 10-Euro-Kiste. Natürlich auch, wie gesagt, da habe ich gleich zwei mitgenommen. Dimpleminds und Durchstiege Männer. Ja. Dieses Mal, es hat einfach sein müssen. Absolut geil. Top, top Scheibe. Top Band. Dimpleminds. Und hier ist auch noch ein Aufkleber hier drauf. Wahrscheinlich dem, was ihr davor mal gehört hat. Aber ja, macht nichts aus. Absolut top. Ich bin froh, dass ich diese Scheibe mal habe. Echt richtig geil. Hab die auch nur auf Kassette damals gehabt. Immer aufgenommen vom Kumpel. Und jetzt bin ich echt froh, dass ich das Ding auch mal auf Platte habe. Und hier waren auch die Einlege. Oder besser gesagt, das ist, glaube ich, sogar die. Ja, das war die bedruckte Innenhülle. Sogar noch dabei. Und auch eigentlich immer Top-Zustand. Also. Richtig geil, absolut top. Und auch die Scheibe, klar, auch diese hier wahrscheinlich auf Partys rauf und runter gelaufen. Viele Hairlines, aber wie gesagt, ich habe sie gewaschen und die glänzt wieder wie ein, ja, absolut top, echt. Dimpleminds, durstige Männer. Und die hat diesmal einfach mitmissen zu einem super Preis. Ich hatte die auch schon lange in meiner eBay-Beobachtungsfische drin, genau diese zwei Scheiben, die Blau auf dem Bau und die dürftige Männer. Und die kann ich jetzt auch raustun, weil ich sie auch jetzt habe und echt zum coolen Preis. Und wie gesagt, hab immer keine Angst vor, wenn es Hairlines oder so sind. Solange es keine Kratzer sind, wenn er mit der Hand drüber geht und ihr spürt einen Kratzer, lass das Ding stehen. Es bringt nichts. Also mir bringt es nichts, sage ich ja immer. Weil ich will die Dinger anhören und ich höre mir einfach die Musik an und auch das ist einfach, hey, das ist, wie gesagt, Jugendzeit, hey, Mann, was sind da für Erinnerungen an diese Platte, hey, Partys ohne Ende, absolut geil, Dimpleminds, durstige Männer, super, und auch die kann ich jetzt abhaken in meinem, ja, in meiner Sammlung. Ich habe jetzt gar nicht gesagt, gell, von wann die war, die durstige Männer. Von wann ist denn die überhaupt? Wäse. 88, oder? Durstige Männer. Findet gar nicht. Ich glaube 88 oder 89 war diese Scheibe, hey. Ja, verdammt lang ist her. Lang, 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 lang ist her. Absolut top. Richtig geil. Ja, 10 Euro haben die Scheibe gekostet. Wie gesagt, man sieht, dass die oft angehört worden sind. Aber die Hairlines oder so, sage ich euch ja immer, machen mir gar nichts aus. Absolut top, echt richtig geil. Ja, und dann habe ich noch mal eine gefunden, nämlich von dieser Band. Und die Platte habe ich auch wirklich schon lang gesucht. Das ist zwar nicht jetzt so meine Lieblingsplatte von dieser Band, aber ich habe das Ding gesucht und auch genau in dieser Version, nämlich von Guns N' Roses.
Die Lies von 1988, das zweite Album von Guns N' Roses. Und da finde ich einfach, die zweite Seite finde ich da einfach klasse. Und da ist auch alles dabei gewesen. Diese bedruckte Innenhülle. Die Rückseite kann ich euch nicht zeigen, oder ich kann sie vielleicht schon zeigen, wenn ich das zuhebe. Weil nicht, dass da Ärger gibt. Ja, und die suche ich auch schon lange zum guten Preis, und das war wirklich ein Top-Preis, für was ich diese Scheibe gekriegt habe. Die Guns N' Roses, die Lies. Absolut top. Wie gesagt, die zweite Seite, das, ja, okay, die ist halt akustisch gespielt, aber super Songs drauf. Shop Patience oder so, absolut ein richtig geiler Song. Und auch diese Scheibe sieht noch echt klasse aus. Auch immer guter Zustand, hey, wirklich super, hey. Von Gavin Records, oder wie man es auch immer ausspricht. Auch echt spitzenmäßig, auch schon gewaschen und ja, super. Und auch die habe ich jetzt endlich, die Guns N' Roses, Lies Original, unzensierte Innenhülle. Absolut top, freut mich richtig, dass ich die Scheibe jetzt auch habe. Ich packe das bloß gleich mal wieder ein, wenn alles gleich richtig gut reinflutscht. Aber sieht so aus, oh, da muss ich ein bisschen aufpassen, gell? Nicht, dass die Rückseite da jetzt doch noch auf dem Video drauf ist. Dann wird es gleich gespart. Ne, ein richtig cooles Album von Guns N' Roses. Lies. Absolut top. Hat mich auch gefreut, dass ich das Ding gefunden habe jetzt endlich. Absolut genial. Super. Ja, ihr seht, ich habe wieder, ich höre, wie gesagt, ja, so viel unterschiedliche Musik. Und ich habe wieder echt, ja, das ist so viel unterschiedliche Musik schon wieder. Von Y&T über die Dimple Minds, über jetzt Guns N' Roses. Ja, absolut cool. Und dann habe ich auch eine Platte gefunden, die habe ich auch schon lang gesucht, die habe ich auch schon auf Flohmärkte und so gesucht. Und die ist in einem super geiler Zustand, die habe ich für 20 Euro, habe ich dieses Ding gekriegt. Und das ist das Debütalbum von Pink Cream, 69. Ein absolut geiles Album, ich habe euch ja schon mal gesagt, wie ich diese Band damals kennengelernt habe. Pink Cream 69 mit... war Vorgruppe von White Lion damals. Und dieses Album ist von 1989. Ja, und da sind richtig, also für mich richtig coole Songs drauf. Take Those Tears, Close Your Eyes, One Step in Paradise, auch richtig geiler Song. Welcome the Night, Party Maker, Parasite, absolut ein richtig geiler Song. Ja, Top-Platte, Pink Rim 69 Debütalbum, was ich jetzt auch hab und auch echt in einem super Zustand, hey. Bedruckte Innenhülle noch dabei gewesen, wie die Texte. Ihr wisst, das finde ich echt richtig geil, wenn die Sachen dabei sind, die bedruckte Innenhülle und so. Und halt auch die Texte absolut top und auch die Platte in einem super Zustand. Und das ist ja das Schöne dran, wenn man auf die so Börsen oder so oder auf Flohmarkt geht, man kann die Scheiben einfach rausholen und kann sie sich anschauen. Das kannst du halt, wenn du irgendwo im Internet bestellst, kannst du das einfach nicht. Da musst du halt verlassen auf die Fotos. Und auch diese Scheibe, seht ihr, ganz dünn damals, 1989. Aber ein geiles Album von Pink Rim 69, Debütalbum. Ja, und da war ich auch echt lang auf das, und die ist echt, das ist schön. Also, die Platte ist bestimmt auch nicht oft angehört worden. Wahrscheinlich hat es immer Metal-Fan gehört, der das dann einfach ins Eck gestellt hat. Gesagt, hey, mit dem kann ich nichts anfangen. Ja, ne, richtig cool. Mich freut es echt, dass ich die gefunden habe, die Pink Cream 69 von 1989. Absolut geil, Debütalbum von dieser Band. Absolut, echt top. Finde ich echt gut. Ja, und jetzt kommen meine persönliche, wie sagt man da, ja, Schätze, was, Schätze oder, ja, keine Ahnung. Also, wo ich mich richtig, richtig gefreut habe, dass ich das gefunden habe. Und das ist einmal von dieser Band. Und das habe ich nicht einmal gewusst, dass die
ihr erstes Demo auf Schallplatte rausgebracht habe, wo ich sie in Discogs eingegeben habe, von 1900, von wann ist die? Haben wir aufgeschrieben, von 1989, also ist das erste Demo von dieser Band. Und da steht dran, remastered, also ich habe jetzt auch keine Angabe gefunden, ob das auch wirklich von 89 ist, diese Scheibe, oder ob die nochmal aufgelegt worden ist, diese Platte. Aber ich zeige es euch, von dieser Band, Abraxas. Und das war auch eine meiner Jugendbands, wo ich richtig geil gefunden habe, aber leider sind die nie groß geworden. Ewig schade. Abraxas. Shattered by a Terrible Prediction. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und das hat mich richtig gefreut, dass ich dieses Ding gefunden habe, wo ich nicht einmal gewusst habe, dass die überhaupt ihr erstes Demo auf Schallplatte veröffentlicht haben. Und da war noch dieses Textblatt dabei. Auch richtig geil. Echt top, finde ich super hell, wenn sowas dabei ist. Und auch die Scheibe in einem gnadenlos super Zustand. Absolut top. Ey, die hat nichts. Da sind zwar nur 4 Songs drauf. Eigentlich, ja, EP von der Praxis, aber ey, richtig geil. Und die sieht auch aus, wie als ob sie nie abgespielt worden wäre. Keine Ahnung, aber echt spitzenmäßig. Und da haben mich echt richtig gefreut, weil ich feiere diese Band schon seit meiner Jugend eigentlich, wo ich die zum ersten Mal gehört habe. Das zweite Demo, das ich ja auch nur auf Kassette habe. Aber das kann ich euch ja mal kurz zeigen. Das liegt nämlich hier. Dieses hier. Und das ist halt echt, also da sind so geile Songs drauf. Gates to Eden, Into the Light, Faded, Photograph. Ja, und das war das zweite. Und da hört man schon ein bisschen den Unterschied hier. Von diesem Demo finde ich zu diesem. Also das ist auch top. Aber das ist absolut Weltklasse. Also echt genial. Top. Und es freut mich echt, dass ich das gefunden habe. Wo war ich jetzt? Ja, leg mal hier oben rein. Von der Praxis, denn ihr erstes Demo, die heißt Shattered by a Terrible Prediction. Und das als Vinyl. Absolut super geil. Echt top. Ja, und ich habe da schon zu meiner Kleinen, die war dabei, habe ich jetzt, bevor man wohl die letzte zweimal hat, habe ich gesagt, wir gehen wieder an unseren Stand von, ja, ich kenne den Händler jetzt auch schon 2-3 Jahre und das ist eigentlich immer der, wo meine erste Anlaufstelle ist und weil er auch super Platte hat und auch so, super Zustand und auch vom Preis noch echt okay. Und habe ich gesagt, wir gehen zum, ja, der heißt auch Armin, gehen wir da hin und dann gehen wir an den Stand und dann gehen wir wieder und fast war so, bis auf die ganzen Roses, habe ich alle Platten bei dem gekauft. Ja, er hat aber auch einfach super Sachen und auch immer Top-Zustand. Wie gesagt, er hat auch die 10-Euro-Scheibe, aber ich habe es euch gezeigt. Die Covers sind auch echt noch okay und die Platte, ja klar, Hairlines, aber wie gesagt, Hairlines macht einfach nichts aus. Ja, aber jetzt kommen wir zu den letzten zwei, wo ich auch gefunden habe und da freue ich mich richtig drüber. Nämlich dieses Live-Album von Sodom, Mortal Way of Life. In einem absolut Top-Zustand. Ich habe die auch schon durchgehört, die läuft durch wie eine 1. Absolut richtig geiles Live-Album, finde ich, von Sodom. Ja, da ist auch der Cover-Song Iron Fist von Motorhead drauf und der geht auch richtig, hey, den bolzen die auch richtig runter, hey. Absolut geil. Und auch hier alles dabei. Bedruckte Innenhülle. Ich hol's mal kurz raus, alles. Ich zeige euch mal eine Scheibe und die sehen auch wirklich aus, hey, wie neu. Das ist absolut. Und deswegen sage ich, ich gehe eigentlich immer zu dem hin und die sehen aus wie neu, diese Scheibe. Und auch zu einem Top-Preis bekommen. Absolut top. Ja, der hat auch noch die andere Sodom da gehabt. Die, wie heißt sie jetzt? Obsessed by Cruelty. Aber wo ich da den Preis gesehen habe,
Leute, da habe ich dann gesagt, nee, ist okay. Habe ich sie stehen gelassen, weil ja, alles zahle ich auch nicht. Und hier von, ja, weil den Scheiben hier, die Sand so drauf sind, wie gesagt, bedruckte Innenhülle, hier auch, bedruckte Innenhülle, na klar, wieder Werbung von früher hier mit verschiedenen Bands. Und hier noch Steamhammer-Logo. Und hier auch die zweite Scheibe, auch echt immer super Zustand, hey. Und das Ding, das bolzt halt einfach durch, hey. Mortal Way of Life von Sodom. Absolut spitzenmäßig. Das hat mich auch echt richtig gefreut, dass ich das Ding gefunden habe. Echt ein richtig geiles, geiles Ding. Von 1988, aufgenommen damals auf der Sodomania Tour von April bis Mai 88. Ja, richtig geil, echt absolut top. Pure Energie ist da auf diesem Album, echt, ja, spitzenmäßig, echt geil. Freut mich richtig auch, dass ich die gefunden habe. Wie gesagt, der hat die andere Sodom auch noch da gehabt, aber wo ich da den Preis gesehen habe, dann habe ich gesagt, okay. Die lassen wir lieber mal stehen. Und dann kommen wir schon zur letzten Platte. Ihr seht, es waren nicht viele, 8 Stück. Mir kommt es auch irgendwie langsam vor. Ich habe auch also auch andere Stände klar durchguckt, aber weiß auch nicht, wie als ob es immer langsam weniger wird, weniger. Auch viele neue Scheiben, wo da verkauft worden sind. Und aber neue Sachen kann ich mir selber besorgen. Ich gehe auf eine Börse zum ältere Platte finden. Oder die mich findet, sagen wir so. Aber ja, wie gesagt, ich habe alles durchguckt und dann, aber manche, ich hätte schon noch ein oder zwei gern mitgenommen, aber zu Preise, wo ich sage, das, ja, das macht keinen Sinn für mich. Da nehme ich mir lieber andere mit, da laufe ich lieber dann mal in eine 10-Euro-Kiste hin und nehme mir solche Scheiben mit. Aber diese Platte habe ich auch schon lange gesucht. Da war ich auch fast schon dran, mir die wieder veröffentlicht zum Holler. Aber diesmal hat er sie auch dabei gehabt, der Armin. Und diesmal habe ich gesagt, nehme ich sie mit, nämlich die Slayer Seasons in the Abyss. Ein richtig, richtig geiles Album von Slayer. Von 1990, das 5. Album von Slayer. Seasons in the Abyss. Und da sind halt auch solche geile Songs drauf. War Assemble Show, hey, Blood Red, Spirit in Black. Ja klar, Seasons in the Abyss, Born of Fire. Es ist einfach ein richtig geiles, geiles Album von Slayer. Hier die Songs. Ja, jetzt bin ich echt froh, dass ich mir da die Wiederveröffentlichung nicht geholt habe. Sondern, dass ich da jetzt gewartet habe und der die jetzt gehabt hat, Einlegeblatt oder bedruckter Innenhülle auch noch dabei. Echt spitzenmäßig in einem super Zustand. Ja, und wie gesagt, er hat wirklich Blatter immer Top-Zustand. Da war auch, ich weiß nicht, Odin, ob du das anguckst, da war auch deine Platte da von Pantera. Aber zu einem Preis. Ja, das ist Wahnsinn. Echt. Was die Platten langsam kostet, hey, irre. Und das ist diese Slayer hier, die Seasons in the Abyss, auch in einem perfekten, klasse Zustand. Absolut geil. Und das freut mich, dass ich die Platte endlich daheim habe. Und gestern auch echt durchgehört habe, was für ein Wahnsinnsalbum von Slayer. Also ich find's geil. Vielleicht findet es andere nicht so gut, oder so, aber ich find's einfach ein Mega-Album von Slayer, Seasons in the Abyss von 1990. Absolut top. Ja, und es freut mich auch richtig, dass ich das Album jetzt auch daheim habe. Original. Absolut top. Genial. Ja, Leute. Das war's jetzt schon. Meine Plattenfunde von der Schallplattenbörse in Fellbach in der Schwabenlandhalle. Wie gesagt, es waren nicht viele. Ich habe aber auch echt rum und um gesucht und sämtliches Ding auch durchguckt. Aber ja, viele Sachen habe ich halt auch schon.
Und manche Sachen sind einfach zum Preis, wo ich sagen muss, nehme ich einfach nicht mit. Das ist nicht mehr Anspruch, so teure Dinger zum Kaufen. Da warte ich lieber, vielleicht finde ich es irgendwann. Und wenn es 10 Jahre dauert, dauert es 10 Jahre noch. Wenn es 20 dauert, ha, ich hoffe, das erlebe ich noch, dann dauert es 20 Jahre. Egal. Ja, Leute, so, das war's jetzt von der Ladenbörse in Fellbach. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, es war auch Scheibe für euch dabei. Vielleicht auch für die Ältere, die Dimple Mainz. Vielleicht erinnert ihr euch auch dran, früher. Habt ihr die vielleicht auch auf Partys manchmal angehört? Ja, bei uns sind die Dinger rauf und runter gelaufen, früher auch. Dimple Mainz. Absolut coole Dinger. Ja, Leute. Und jetzt sage ich, danke, dass ihr meine Videos schaut und wir sehen uns wieder und jetzt wisst ihr, was zum Schluss wiederkommt. In diesem Sinne, immer volle Kanne schießen!